Hä? Kannst du bremsen? Ja. Pass aber schön auf, ne? Grüße aus dem Garten. Wie jetzt? Schon wieder ein Rollervideo? Ja, aus gegebenen Anlass. Wer mein Rollervideo noch nicht kennt, verlinke ich euch oben. Ja, was ist passiert? Das Ding habe ich jetzt seit ungefähr 3 Wochen, beziehungsweise, nee, sind schon 4 oder 5 Wochen. Bin nach wie vor zufrieden, bis auf Kleinigkeiten. So, jetzt hat mir der Wind 2-mal das Teil umgeblasen, beziehungsweise dabei ist mir hier den Bremsgriff total verbogen. Ich nehme mal an, dass das Aluminium ist. Ja, um das Ganze zu reparieren, zeige ich euch gleich, muss ich wahrscheinlich hier die komplette Schürze abbauen. Ich meine, das ist dann, Video ist dann wahrscheinlich für alle interessant, die einen Roller haben, nicht nur von Econillo, weil vom Prinzip wird das immer das Gleiche sein. Das Hauptproblem, was ich sehe, das auseinanderzunehmen, das ist nicht so schlimm, aber später hier die ganzen kleinen Knöpfe wieder einzufügen, das sehe ich schon als etwas hinderlich. Ja, warum bin ich im Garten und mache das nicht zu Hause? Ja, ganz einfach, ich habe hier einen Schraubstock. Ich möchte versuchen, den Griff per Schraubstock langsam wieder zurückzubiegen. Ich baue beide aus, muss ich also in den Fall, und dann werden sie matt schwarz lackiert. Ja, drückt mir mal die Daumen, dass das funktioniert. Ich hole euch mal ganz, ganz kurz näher ran, beziehungsweise mache erstmal eine kurze Pause. Also, was ich bisher rausgekriegt habe, ist, wir sehen hier links und rechts jeweils so eine Mutter, also eine Schraube, Mutter, beziehungsweise hier, ich hoffe, dass man kann es erkennen, ebenfalls links und rechts eine normale Kreuzschraube. Ich werde also versuchen, die erstmal alle rauszudrehen und dann schauen wir mal, was mir dann entgegenkommt. Ich denke mal, das Erste, was mir begegnen wird, sind die ganzen Knöpfe hier. Anschließend wird mir dann der Tacho entgegenkommen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Naja, wir werden es sehen. Ich schraube das mal auseinander und dann schauen wir mal weiter. Okay, Freunde. Anstatt dieses Teil nach hinten zu ziehen, habe ich einfach... Das ist geklemmt, das sind Klemmen, wenn man es vorsichtig macht, geht es, die Lampe nach vorne gezogen und schon komme ich an die Schrauben des Begehrens, also da, wo ich hin will. Ich sehe auch gerade, dass sie nicht unbedingt schön die Kabel verlegt haben. Hier ist irgendetwas frei, keine Ahnung, was das ist. Muss gleich mal gucken, nicht, dass ich irgendwo auf Versehen was rausgezogen habe, ich glaube es aber nicht. So wie ich das sehe, muss ich jetzt tatsächlich, ja, muss ich tatsächlich, nur... Oh, diese Schrauben lösen und dann sollte es funktionieren. Okay, versuchen wir mal. So, also es ist tatsächlich so, wie ich bitte gedacht habe, dass es sich halt hier nur um die beiden Schrauben gehandelt hat. Ich zeige euch mal das Verbogene. Ja, so sieht's aus. Und das ist das Unverbogene. Ja, das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. So, ich werde jetzt versuchen mit der Schraubzwinge. Ich habe ja auch keine mit irgendwelchen Zacken drin oder so, sonst müsste ich mir natürlich noch was drunter legen. Versuche jetzt mit der Schraubzwinge das ganz behutsam und langsam zurückzubiegen. Ich habe ein bisschen Angst, weil das Material kann ja auch brechen. Aber das ist relativ weich, so wie sich das anfühlt.
Also hundertprozentig kriege ich es nicht hin. Aber es ist schon wesentlich besser. Und so würde ich es jetzt auch lassen. Auf jeden Fall besser als, naja, also da müssen wir schon ganz genau hingucken. Und das, ja, ist schon ziemlich gut. So, jetzt werde ich weiß an der Stelle nicht, ob es richtig ist, aber ich mache es trotzdem, den Lack hier aufrauen und neu lackieren in schwarz-matt. Ja, damit das dann halt eine gleiche Farbe hat, weil die Originalfarbe habe ich natürlich im Baumarkt nicht gekriegt, da habe ich mich für schwarz-matt dann entschieden. Also ich schmirgel das jetzt mal kurz ab, dann wird angefangen zu lackieren, aber vom Grunde her, okay, es ist natürlich schon noch ein Unterschied, aber vom Grunde her bin ich so eigentlich ganz zufrieden, musste ich mir keinen neuen Griff kaufen, vor allen Dingen erstmal einen finden, der auch passt. Ja, wenn man es nicht weiß, ja, ist schon okay, kleinen Mühe könnte ich ihn vielleicht noch geben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo, ja, vielleicht so nochmal, ja, das können wir ja nochmal versuchen. Das versuchen wir nochmal, dass wir hier die Delle rauskriegen. So lasse ich es. Das guckt sich weg. Okay, gehen wir ans Lackieren. Also erstmal abschleifen. Ganz grob schleife ich das nur ab. Dann wird es lackiert. Mit der Hoffnung, dass die Farbe hält, weil hier ist auch nichts grundiert oder so. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, man merkt schon, wo das Gerät gebaut wurde. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Okay, also, nächster Schritt ist lackieren. Erst abschmirgeln, lackieren und gut ist. Bis gleich. So, wie gesagt, ich habe mich für matt-schwarz entschieden. Dose 3 Minuten geschüttelt. So, jetzt 25 cm Abstand und 5 Minuten ziehen lassen und das Ganze 4-mal, 2 bis 4-mal. Mal gucken. Also, Wetter ist ja schön. Lasse ich mir mal ein bisschen mehr Zeit. Ja, dann schauen wir mal. Das sieht jetzt schon gar nicht schlecht aus. So, Schicht Nummer 1. Es warten noch 5 Minuten. Schicht Nummer 2. Doch, ich mache aber 4-mal. Gut. Also, müsst ja nicht zugucken, wie ich das jetzt 4-mal hintereinander mache. Ich zeige euch dann nur das Resultat. Oh, wartet, ich habe hier vergessen. So, lassen wir es erstmal trocknen. Ich zeige euch dann halt, wie gesagt, nach dem 4. Mal, wie es dann aussieht, wenn es trocken ist. Also zwei Dinge möchte ich anmerken. Ich bin von der Leistung und auch von dem Fahrverhalten, wie auch von dem Bremsen von der Econello DTR, echt schon, ja, ich bin damit zufrieden, aber man merkt schon hier und da, dass es sich hierbei um einen China-Roller handelt. Also das Ganze ist, wie man hier sieht, nur gesteckt. Es gibt keine Dichtungen oder sonstiges. Ich gehe also davon aus, bei einem richtig schönen Regen, was es ja in Deutschland häufiger gibt, dass man dann Probleme bekommen könnte. Dann gibt es noch was Zweiteres, das geht jetzt hier allgemein um China-Roller. Ich denke, die werden von innen alle gleich aussehen. Dann gibt es noch was. Ich nehme euch mal ganz unprofessionell mit. Und zwar die Nummernschildhalterung. So, ich knicke euch mal einfach so runter. Die Nummernschildhalterung ist ausgelegt für große Nummernschilder. Ich weiß nicht, wie die in China sind. Ich denke mal, dass die wirklich so breit sein werden, weil es gibt noch so eine Schiene dabei. Die habe ich natürlich nicht installiert. Es gab noch so eine Schiene dabei, wo man ganz eindeutig breite Nummernschilder machen kann. Ist hier gar nicht möglich. Also die Nummernschildbohrungen bei unseren Deutschen passt hier überhaupt gar nicht ein. Normalerweise sollte das hier drauf, dann, also quasi die Bohrung hier so hoch, könnt ihr euch ja vorstellen. Dann steht das Nummernschild aber so ein Stück, ungefähr so ein Stück, über die Nummernschildbeleuchtung.
Also das ist wohl auch nicht gerade im Sinne des Erfinders. Ich habe dann einfach in Fender zwei, hier in dem Plastikfender, zwei Löcher gebohrt mit der Größe von den Schrauben. Richtig schön von hinten gekontert, ja. Und das ganze Nummernschild halt ein bisschen gebogen. Sieht jetzt nicht schlecht aus, sieht aber auch nicht gut aus. So, also das wollte ich nochmal anmerken. Man merkt halt tatsächlich, dass es sich hierbei um einen China-Roller handelt. Oh, ich sehe hier, guck mal, hier ist sogar noch Schutzfolie drauf. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, bin ich echt zufrieden. Jetzt geht es an den Zusammenbau und ja, eigentlich war es dann. Also Zusammenbau, mal schauen, wie lange das noch dauert. Ich gebe da noch ein kurzes Resümee und dann schauen wir mal weiter, ne? Mein Gott, jetzt hätte ich fast vergessen, euch das Ergebnis zu zeigen. Habe jetzt auch schon das externe Mikrofon abgemacht und eigentlich alles eingepackt. Naja gut, seht selber. Ich schwenke mal kurz rüber. Die rechte Bremse, also Griff, ist natürlich nicht ganz so rund. Aber in Anbetracht dessen, dass ich jetzt keinen Cent ausgegeben habe und ich nicht weiß, wo ich so einen Bremshebel neu herkriege, und hey, das Ding war ja vorher 90 Grad, bin ich eigentlich recht zufrieden. Auch die Lackierung ist recht gut geworden. Man sieht auch die Abplatzer kaum noch. Also ging eigentlich. Der Zusammenbau war auch relativ easy. Man muss halt nur aufpassen, dass man kein Kabel quetscht. Aber ansonsten, ja, bin ich ganz zufrieden. Jetzt geht's nach Hause. Ich habe nämlich echt jetzt Durst. Schön warm heute. Schön warm. Und das Anfang April. Naja, was heißt Anfang? Ich glaube, wir haben heute den 13. So, ich melde mich später nochmal. Bis später dann. Grüße. Prost. Ich habe jetzt echt Durst. Ich habe ja noch einen Abspann versprochen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Auf dem Rückweg hatte ich noch die Begegnung der dritten Art in so einer Baustellenkurve. Ja, wie soll ich mich mal ausdrücken? Habe ich halt ein Auto überholt. Wir Motorradfahrer sagen ja Dose dazu. Ja, ich bin tatsächlich Motorradfahrer, aber egal. Wir sagen ja Dose dazu und dann an der nächsten, bei der nächsten Gelegenheit wollte er dann rechts an mir vorbeiziehen. So ein Blödsinn, also was gar nicht ging, hat er natürlich nicht geschafft. Und naja, dann hat er sich noch aufgeregt. Egal, also ich mache euch noch mal ein Fazit. Die Katja hatte mir noch berichtet im Garten, also Katja und meine Mama zusammen, die waren ja beide in einem Auto, dass man den Blinker bei Sonnenschein kaum erkennt, beziehungsweise auch das Bremslicht bei Sonnenschein kaum erkennt. Kann ich mir vorstellen, weil das ja so ein bisschen angeschrägt ist. Ist natürlich sehr gefährlich bei der Econello. Übrigens, das Design gibt es nicht nur von Econello, das gibt es von mehreren Herstellern. Deswegen, auch wenn auf der Seite econello.de stehen würde, oder steht, ich habe es nicht so ganz rausgelesen, Made in Germany, Vertrieb in Germany, das mag ja sein. Also dieses Modell gibt es von verschiedenen. Deswegen richtet sich dieses Video auch an verschiedene Fahrer von verschiedenen Firmen oder wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Also, wie gesagt, das mit dem Blinker und mit dem Licht finde ich natürlich einen kleinen Manko. Ich habe mich dann dazu entschieden, wenn ich links abbiege, mal kurz die Hand rauszuhalten. Rechts abbiegen ist immer blöd, aber dann hast du kein Gas mehr. So, Freunde, ich habe noch mal eine Frage an euch. Und zwar, ich kann mir vorstellen, was es ist, aber ich frage mal die Community. Was ist das? Dieses Teil war in Lieferumfang enthalten. Ich versuche euch das mal, also als zusätzliches Teil in Lieferumfang enthalten, schwarz, grau, rot, hat hier so einen Steck. Ich habe das beim Auseinandernehmen des Rollers vorhin auch gesehen, also eingebauten Zustand. Ich gehe davon aus, dass es halt ein Blinkrelais ist. Aber warum lege ich denn ein Blinkrelais damit bei? Übrigens frage ich mich immer noch, wie viel Leistung der Motor wirklich bringt. Ich gehe tatsächlich immer mehr davon aus, dass der mehr kann als 45 Stundenkilometer. Schon allein die Tatsache mit dem großen Nummernschild, was ich vorhin auch gezeigt habe. Ich habe mir mal die Baureihe abfotografiert, die an Bosch-Motor hinten dran ist. Ich bin aber bisher nicht schlau geworden, bleib aber am Ball. So, ihr Lieben, schön, wer bis jetzt durchgehalten hat. Wie immer würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ein Like, na sowieso, klar, alles gut. Und aber Follower würden mich noch mehr interessieren, obwohl, nee, interessieren tut mich beides. Wie gesagt, hier geht es nicht nur um die Econello oder ging um die Econello, sondern allgemein um China-Ware oder China-Roller. Und ey, wenn ich nicht in Regen fahren kann, dann habe ich ein Brettschiss, weil, wie gesagt, hier regnet es häufig. Okay, in diesem Sinne, jetzt machen wir endlich Feierabend. Das Video wurde viel länger, als ich dachte. Ich habe übrigens gerade aktuell noch mal die Econello-Seite aufgemacht. Die kostet tatsächlich die DTR zurzeit 1.899 Euro.
ist es das wert? Ja oder nein? Andererseits, wenn du noch 1000 drauflegst, aber so viel wollte ich gar nicht investieren. Aber wenn ich nicht in Regen fahren kann, ja, also das fand ich schon ziemlich erschütternd, nachdem ich vorhin hinten reingucken konnte. Okay, also 1899 läuft gut, auf jeden Fall. Könnte aber mehr, wenn ich bloß wüsste, wie man das Ganze entsperrt. Okay, also in diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund. Euer Carsten. Macht's gut, ne? Tschüssi, haut rein. Ja, aber 1899 geht doch eigentlich. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Tschö.